Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy 14. In der letzten Folge sind wir hier unten bei Camp Knochenbleich angekommen, denn wir haben ja von unserem Bund der Morgenröte den Auftrag erhalten, diese Entführungsfälle der Flüchtlinge zu untersuchen. Im Camp Knochenbleich haben wir unseren neuen Freund Isenbart kennengelernt, der uns auch zugesagt hat, dass er uns gerne helfen möchte, die ganzen Fälle aufzuklären. Doch leider wollte keiner der Flüchtlinge dort unten im Camp mit uns sprechen. Die hatten alle sehr, sehr große Angst, da sie ja leider nicht von allen Leuten hier gut behandelt werden. Und Isenbart hatte dann die Idee, dass wir hier oben an der Kirche doch mal unser Glück bei den Priestern versuchen sollen. Denn die Flüchtlinge haben wohl zu den Priestern doch sehr viel Vertrauen. Dann hatten wir noch den Auftrag erhalten, leider einige unglückselige Pilger aufzusammeln, die zu Tode gekommen sind durch die Amal'Jar, diesen wilden Stamm hier. Und einen dieser armen Pilger sollten wir hier oben mit hinnehmen, dass er begraben werden kann. Diesbezüglich sollten wir dann mit Marquess sprechen, der ist hier drüben. Das machen wir auch gleich mal. Marquess? Ja, der bin ich. Isenbart schickt dich, um Nachforschungen über die verschwundenen Flüchtlinge anzustellen. Ich will helfen, wo ich kann. Doch erst müssen wir den Toten bestatten. Das gebietet uns die Pietät. Ein Grab habe ich bereits ausgehoben. Du musst nur den Hügel gleich hier links hinauflaufen. Lege den Leichnam in das Grab und fülle es dann behutsam mit Erde. Ein Gebet könnte übrigens auch nicht schaden. Ja, das machen wir gerne. Diesem armen Pilger noch den letzten Dienst erweisen. Wo müssen wir da genau hin? Das schweigsame Grab. Ich glaube, das ist hier oben. Wird mir aber hier angezeigt. Oder kann man da hinten bei dem Hof rüber? Da werde ich gleich mal einen Blick drauf werfen. Ach, tatsächlich, hier kann man hoch. Na dann. Wird das doch der richtige Weg sein? Ja, stimmt, ich erinnere mich. Ja, da hat er wenigstens einen schönen Ort bekommen. Armer Kerl. Bestattungsfertiger Leichnam. Okay, jetzt haben wir die Quest eigentlich schon abgeschlossen. Aber wo haben wir das denn hier? Beten. Noch ein kleines Gebet kann ja nicht schaden, hat auch Marquess gemeint. Oh, wir müssen doch noch mal. Okay. Gut, dann geben wir hoch. Das wollte ich nicht. Dann geben wir mal die Quest bei Marquess ab. Ich werde mich später von der Güte deiner Arbeit überzeugen. Alleine dafür, dass du mir das Hochschleppen erspart hast, bin ich dir ja schon dankbar. Und ich würde mich gerne mit Informationen zu den Flüchtlingen erkenntlich zeigen. Doch ich fürchte, ich kann dir nicht viel Wissenswertes berichten. Oh. Allerdings kenne ich jemanden, der dir garantiert weiterhelfen kann. Die Priesterin Ursen ist ständig von Flüchtlingen umgeben und scheint sich blendend mit ihnen zu verstehen. Mit ihr solltest du dich einmal unterhalten. Sie hält sich für gewöhnlich in der Kirche auf. Und jetzt lass einen einfachen Totengräber hier bitte weiter sein Tagewerk verrichten. Okay, vielen Dank, Marquess. Wir haben gern geholfen. Hier in der Kirche, und da sind auch weitere Quests. Hab vielen Dank, dass du dich um die Bestattung dieser armen Seele gekümmert hast. Richte Isenbart bitte aus, dass meine Gebete den Verstorbenen begleiten. Ja, das machen wir gerne. Wie Marquess dir ganz recht erzählte, stehe ich im engeren Kontakt mit den Flüchtlingen. Uns Dienern der Götter öffnen sie nämlich noch ihr Herz und berichten von ihren Sorgen.
Ich hoffe übrigens, Marquez war nicht allzu grob zu dir. Seit der 7. Katastrophe ist er wie ausgewechselt. Seine Seele trägt eine tiefe Narbe und er meidet den Kontakt mit anderen. Das tut mir sehr leid. Erst vorhin hat sich vor dir ein anderer Besucher, ich glaube sein Name war Tankred, unmöglich aufgeführt. Oje, unser Tankred. Ja, der kann schon ziemlich unmöglich sein, aber ist ja eigentlich ein netter Kerl. Sei versichert, dass ich mir den Flegel nachher einmal zur Brust nehmen werde. Was er wohl gemacht hat, müssen wir ihn doch mal fragen das nächste Mal. Jetzt müssen wir zu Isenbad zurückkehren von der Hauptquestreihe aus, aber ich möchte mich hier natürlich auch noch um die anderen Leute kümmern. Esmor sucht jemanden, der für ihn ein paar der lästigen Fliegenschwärme um die St. Adama-Landama-Kirche herum erledigt. Dass du es unbeschadet zu uns geschafft hast, zeigt, dass du dich zu wehren weißt. Jemanden wie dich könnten wir gut gebrauchen, um diese elende Fliegenplage einzudämmen. Unser Problem ist, dass der Verwesungsgeruch der Leichen zahllose Fliegen anlockt, die mitunter recht aggressiv werden können. Ja, das glaubt man gar nicht, aber so Fliegen gibt's wirklich, die dann auch gesundheitsbedrohlich werden können. Außerdem verbreiten sie gefährliche Krankheitserreger. Ja, da wird's auch nochmal gesagt. Einige Pilger sind ihnen bereits zum Opfer gefallen. Oje. Es ist schon eine bittere Ironie. Diese Kirche sollte ein Hort des Schutzes und des Friedens sein. Doch wegen der Fliegen ist momentan eher das Gegenteil der Fall. Bitte sorge dafür, dass sich unsere Gläubigen wieder gefahrlos hier bewegen können. Werden wir uns sofort drum kümmern? Eirel benötigt Hilfe bei der Pflege der Gräber auf dem Friedhof. Willkommen in der St. Adama-Landama-Gemeinde. Ich bin die Priesterin Eirel. Was kann ich für dich tun? Wie jemand, der zum Beten gekommen ist, siehst du mir aber nicht aus. Eher wie eine, der Sinn nach Abenteuern steht. Da kann ich Abhilfe schaffen. In welch abenteuerlichen Zustand unser Friedhof ist, hast du ja vermutlich auf dem Weg hierher bemerkt. Es gibt so viele Gräber und doch so wenig Hände, die sie pflegen können. Wenn du dich nützlich machen möchtest, dann gehe den Friedhof ab, sammle alle alten Opfergaben auf, damit wir sie gegen neue austauschen können. Meine Schwester ist an einer verdammten Seuche gestorben. Ich habe sie mit Mühe und Not hierher gebracht, doch wird sie hier Frieden finden? Der arme kleine Junge, dem helfen wir später auch noch. Eaduard. Hier werden wir später auch noch helfen mit deiner Schwester. Viele Prüfungen haben unseren Glauben getestet. Die Katastrophe, die Primae. Unsere Aufgabe ist es, die Seelen der Verblichenen zu hüten und für ihren Frieden zu beten. Dann kümmern wir uns hier mal um diese Fliegenschwärme. Oh, und da ist auch schon eine alte Opfergabe. Fliegenschwärme hatten wir eigentlich schon mal in der letzten Folge gemacht fürs Bestiarium. Das hatte ich vergessen, dass es hier auch noch eine Quest dafür gibt. Ist jetzt ein wenig doppelt gemoppelt, aber macht ja nichts. Die müssen weg. Da drüben sehe ich auch direkt noch eine alte Opfergabe. Wie viel sind das insgesamt? Jetzt noch 4 Stück. Die scheinen hier überall verteilt zu sein. Da drüben ist noch so ein Fliegenschwarm. Wer bist du? Andere Leute freuen sich, wenn sie viel zu tun haben. Aber ich, nun ja, ich verdiene mein Geld damit, Gräber auszuheben. Ja, da freut man sich natürlich nicht über viel Arbeit. Das Gras mähen, das Unkraut jäten. Seit so viele Tote aus Ulda hier bestattet werden, komme ich mit der Arbeit nicht mehr nach. Ja, Ulda und Tanalan hat schon mit sehr vielen Problemen zu kämpfen. Das war ja auch einer der vielen Gründe, weswegen ich mich für die Klasse Taumaturg entschieden habe, weil ich unbedingt hier in Ulda bzw. Tanalan starten wollte.
weil ich doch ganz gerne immer dahin gehe, wo ich meine, dass auch wirklich meine Hilfe gebraucht wird. Die anderen Stadtstaaten haben zwar auch ihre Probleme, ganz klar, aber ich bin der Meinung, dass es hier Tanalan Ulda doch am meisten getroffen hat. Nach der 7. Katastrophe vor allen Dingen. Außerdem habe ich ja, wie ihr wisst, eine Schwäche für General Rauban, Phönix General Rauban. Das ist ja so der Mitregent, kann man sagen, von Ulda. Neben Nanamo Ulnamo, unserer Sultana, die ich aber auch sehr, sehr gerne mag. Den nehmen wir auch noch mit. Was haben wir denn momentan für Wetter? Neblig. Ich hatte mich schon gewundert, warum es hier so dösig ist, aber neblig passt schon ganz gut, das Wetter, ja. Es gibt auch noch sandig. Das sieht auch ganz interessant aus. Das finde ich auch sehr cool in Final Fantasy, dass es da so viele verschiedene Wetterlagen gibt. Nicht nur dieses normale, was es in anderen Spielen auch gibt, Sonne, Regen, vielleicht noch Schnee in manchen Gebieten, sondern hier gibt es auch einiges anderes, wie zum Beispiel jetzt hier neblig, aber es gibt auch düster oder sandig. Alles Mögliche, das fällt mir jetzt auf die Schnelle gar nicht ein. Und je nach Wetterlage, wenn ihr angelt, könnt ihr zum Beispiel bestimmte Fische nur bei einer bestimmten Wetterlage und zu einer bestimmten Zeit oder bestimmten Zeiten angeln. Also das hat auch schon alles dann noch richtig Sinn. Huch. Und ich bin ja immer jemand, der in seinen Spielen sehr viel angelt, auch hier in Final Fantasy. Ich glaube, wir sind fertig, ja. Huch. Hast du alle alten Opfergaben gefunden? Ja, ich denke schon. Prima. Naltal, habe dich selig. Die Weinspenden sind eine gut gemeinte Geste, doch irgendwann sind die verwitterten Flaschen keine Zierde mehr für die Gräber. Dann leeren wir sie aufopferungsvoll und stoßen auf die Verstorbenen an. Da haben sie mehr davon. Ja, die hat immerhin noch Humor. Das ist schön. Weißt du, du könntest mir noch bei so vielen Dingen helfen. Falls du etwas Zeit erübrigen kannst, freue ich mich über deine Unterstützung. Ja, jetzt wollen wir doch dem kleinen Jungen noch helfen. Das ist so eine traurige Geschichte, finde ich. Die Priesterin Eirel benötigt erneut Hilfe bei der Grabpflege. Ah, okay, das ist dann die Folgequest. Wir müssen erst noch was anderes machen. Du willst mir ein weiteres Mal helfen? Wie nett von dir. Wie du ja weißt, habe ich hier alle Hände voll zu tun. Also will ich nicht lange um den heißen Brei reden. Nimm diese Liliensträuße und lege sie bitte auf die Flüchtlingsgräber auf dem Friedhof. Insgesamt sind es 5 Gräber und einige davon liegen ziemlich versteckt. Du weißt gar nicht, wie erleichtert ich bin, dass du mir hilfst. Dich müssen die 12 geschickt haben. Du warst erfolgreich? Das ist eine gute Nachricht. Wir haben schon genug Tote zu beklagen. Da wollen wir nicht zusätzlich noch um die Trauernden trauern. Verständlich. Am Ende gibt es sonst überhaupt niemanden mehr, der noch für die Verstorbenen beten kann. Bekomme ich eine neue Hose? Und wenn ich richtig gesehen habe, ist die sogar schwarz. Das würde mir ja sehr gelegen kommen, wobei ich glaube, das ist auch eine schwarze Hose. Dann macht es keinen großen Unterschied, zumindest mal optisch. Ah, die ist etwas schwärzer, wunderbar. Schick, schick. Gut, jetzt haben wir noch... Ah, doch, der kleine Junge hat doch noch eine Quest für uns. Eaduard sucht nach einem Stein für das Grab seiner Schwester. Hey, du musst eine Abenteurerin sein, stimmt's? Vielleicht kannst du mir helfen. Meine Schwester ist an einer schweren Krankheit gestorben und ich möchte ihr hier ein Grab herrichten. Es soll das schönste Grab auf dem ganzen Friedhof werden. Allerdings reichen meine Ersparnisse nicht für einen Grabstein. Ich kenne zwar einen Ort, an dem geeignete Steine liegen, aber da wimmelt es leider nur so vor gefährlichen Monstern.
Die würden ihm nur Hackfleisch aus mir machen, sagt zumindest Eirel und Esnamur. Aber du wirst bestimmt spielend mit denen fertig. Die Steine, von denen ich rede, sind leicht an ihrem Leuchten zu erkennen. Du findest sie auf einem Feld östlich von hier. Wenn du einen Stein besorgt hast, gib ihn einfach dem Priester Esmur. Der kümmert sich dann um die Inschrift. Ja, sehr, sehr gerne kümmern wir uns darum. Armer Kleiner. Hier ist schon das erste Grab. Und da drüben leuchtet es auch. Und der Stein ist, glaube ich, eine Ebene weiter unten. Aber vielleicht machen wir erstmal hier die Gräber. Da drüben leuchtet es noch. Das wird wahrscheinlich auf einer höheren Ebene sein, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Oder hier hinten, ja, da bin ich doch vorhin schon mal entlang gelaufen, als wir das Grab für den Flüchtling gesucht haben. Pilger war es, kein Flüchtling. So, jetzt nur noch eins. Das scheint hier unten auf dem Weg zu liegen, oder? Ja, da unten. Mittlerweile ist auch Nacht geworden. Oder es wird gleich Nacht. Eosea-Zeit, EZ. 20 vor 8 am Abend. Okay, dann kümmern wir uns jetzt noch um den Stein. Der ist, der ist genau in dem Feldbereich drin. Aber könnt ihr hier sehen, der Fortschritt 100%, fällt vorbei. Okay. Sonst hätten wir da noch mitmachen müssen. Nicht, dass mir das irgendwie unrecht gewesen wäre. Ich liebe ja Fels. Aber im Let's Play versuche ich natürlich, mich dann eher auf die Geschichten hier, auf die Quests zu konzentrieren. Gerade da momentan ja recht wenig Folgen kommen. Hier drüben, ja. Selbst ist der Mann. Ach, schaut mal. Sarah. Ach so, ich dachte, der Schokobo heißt Sarah, aber das ist hier die Spielerin. Weil mein Schokobo heißt ja auch Sarah mit meinem Hauptcharakter. Oh. Wen haben wir denn da? Eisenfeder Tukutuku. Oh oh. Lasst mich mal in Ruhe, ihr zwei. Ihr seid zwar sehr niedlich, aber wenn ihr mich angreift, dann muss ich mich auch wehren. Hier ist der Stein. Okay, das ist aber ein großer Stein. Ich finde das ja immer interessant, wie man so große Gegenstände dann mit sich rumträgt. In die kleine Tasche wird der wohl kaum passen. Ach, das ist hier unten Isenbad. Aber wir müssen ja nochmal hoch zur Kirche, dort die Quest abgeben, bevor wir weiter mit Isenbad sprechen. Ich werde mal schauen, ob wir dann heute noch die Hauptquestreihe weitermachen oder noch zwei Nebenquests, die wir offen haben. Da werden wir noch in einen anderen Teilbereich geschickt. Hier unten, praktisch denken, sehr geschenken, heißt die Quest. Da sollten wir, ich weiß gar nicht, ich glaube Blumen sollten wir da auch besorgen. Das werde ich mir dann aber nochmal durchlesen. Was kann ich heute für dich tun, tapfere Abenteurerin? Den leuchtenden Stein übergeben. Oh, du hast einen Stein für das Grab von Eaduards Schwester besorgt. Zeig mal her. Ja, dieser Stein eignet sich hervorragend und etwas geschliffen wird er dem teuersten Marmor an Schönheit nicht nachstehen. Das ist schön.
Danke, dass du ihn für Eaduard besorgt hast. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Anstrengungen es uns gekostet hat, den Jungen davon abzuhalten, selbst loszuziehen. So ein lieber Junge. Sprechen wir auch mal mit ihm. Danke, dass du mir geholfen hast. Ihr Abenteurer seid wirklich nett, finde ich. Jetzt muss ich nur noch meine Schulden für das Begräbnis abarbeiten, aber das schaffe ich schon alleine, keine Sorge. Eirel und Esmur meinten, ich bräuchte nicht zu zahlen, weil ich doch so arm bin, aber das kommt gar nicht in die Tüte. Die Leute hier sind schon großzügig genug und ich weiß, dass die Kirche selbst nicht besonders viel Geld hat. Also werde ich hier unentgeltlich Hilfsarbeiten verrichten. Och, ist der süß. Da könnten sich die Kinder hierzulande eine fette Scheibe von abschneiden. Also es gibt natürlich hier auch Ausnahmen, aber einige könnten sich da eine Scheibe von abschneiden. Meine Schwester hätte es auch so gewollt, dass wir selbst für alles aufkommen. Wir sind doch keine Bettler. Der große Teil wird sich sicher darüber freuen. Vielleicht gibt er meiner Schwester dann ein extra großes Stück Kuchen. Ja, diese Quest ist mir sehr in Erinnerung geblieben. Sehr süß und traurig. Hast du alle Gräber gefunden? Sehr gut. Die Verstorbenen freuen sich sicher über den hübschen Anblick. Wir würden die Gräber ja liebend gerne regelmäßiger pflegen. Doch dazu sind wir einfach nicht in der Lage. Die Katastrophe vor 5 Jahren mit all den Toten hat unsere Kapazitäten schlichtweg gesprengt. Selbst die grundlegenden Arbeiten überfordern uns mittlerweile. Der Friedhof ist in einem desolaten Zustand und täglich gibt es neue Todesfälle zu beklagen. Die meisten kommen aus armen Familien, von denen wir für die Bestattung kein Geld verlangen möchten. So fehlt es uns schließlich an Mitteln, Helfer einzustellen. Freiwillige wie du sind uns daher stets willkommen. Der Segen Natals sei allerzeit mit dir. Sehr, sehr gerne haben wir geholfen. Mal schauen. Ja, hier scheinen wir erstmal fertig zu sein. Dann können wir ja jetzt nach Camp Knochenbleich mit Isenbart sprechen. Könnte ich mich jetzt porten? Bin ich faul? Ja, ich bin faul. Es ist wirklich nicht weit, aber da die Folge schon wieder eine ganze Zeit lang geht und ich eigentlich noch das ein oder andere hier machen wollte, werde ich mich mal porten. So, Isenbart. Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendetwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Na, sieh mal einer an. Wenn das nicht die Wellen ist, du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit. Löblich, löblich. Aha, Tankred. Du hast dich ja, wie ich gehört habe, nicht so gut oben in der Kirche verhalten. Erlaub mir, mich vorzustellen, werter Isenbart. Mein Name ist Tankred und ich bin wie Yvain mit der Aufklärung des Falls der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich wurde von Ungust an die Priester verwiesen. Ungust ist dieser schrecklich schmierige Kerl. Den hatten wir auch in der letzten Folge mal wieder getroffen. Und ich glaube, der mürrische Händler hat recht, die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Oje. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Ursen in Frage. Was für ein schrecklicher Gedanke. Die ehrenwerte Priesterin, du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Ursen ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dornen. Ich rate dir tunlichst, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig.
Und dieser Marquess, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn schon mal irgendwo gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam, wirklich seltsam. Oh, Tancred, ich hoffe, du hast Unrecht. Die waren doch alle so nett und aufopferungsvoll, die Leute dort oben. Ich hoffe, du hast Unrecht. Da unsere Siedlung direkt an dem Weg zwischen Ulda und Gridania liegt, profitieren wir von dem Handel zwischen den beiden Stadtstaaten. In der Nähe von hier gibt es ein Feldlager der Amaljar und die tageweite St. Adama-Landama-Kirche. Ja, da waren wir ja. Isenbart ist sich nicht sicher, was er von Tancreds Anschuldigungen halten soll. Ja, ich auch nicht. Die Priesterin Ursen soll in die Sache verwickelt sein? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf der anderen Seite? In letzter Zeit soll sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbazar des öfteren Besucher abgestattet haben. Sie wird doch wohl nicht. Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren, Yvaine. Höre dich am besten einmal bei den Kindern um, was Ursen von ihnen will. Da werden wir hochgeschickt zum Goldbazar. Da gibt es auch noch einige Quests. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob wir die hier noch machen sollen. Ja, ich würde sagen, wir machen noch die zwei Nebenquests. Praktisch denken, sehr geschenken. Östlich des Camps liegen die versteinerten Überreste einer riesigen Gobul. Ich weiß nie, wie ich das aussprechen soll. Pflücke drei der alte Lavendelbüschel, die in ihrer Nähe wachsen. Diese Quest machen wir jetzt. Die haben wir nämlich auch in der letzten Folge angenommen. Und in dem Bereich hier gibt es noch eine weitere Quest. Die möchte ich gerne auch noch heute mit euch machen. Dann wird es wieder eine etwas längere Folge. Aber ihr wisst ja, momentan mache ich gerne, wenn es sich ergibt, längere Folgen, weil weniger Folgen insgesamt kommen. Da kommt fast dasselbe bei raus. So, da unten müsste es auch schon gleich sein. Doch noch nicht. Ach, wir sind ja noch ein ganzes Stück weiter weg. Ich und mein Orientierungssinn. Aber hier geht's runter, genau. Huch, bin ich auf ein Steinchen gesprungen. Da leuchtet's auch schon. Und hier ist die andere Quest. Und hier ist diese versteinerte Gobue, sage ich jetzt einfach mal. Josper ist begeistert von einer Pflanze, die in der Nähe einer Gobue wächst. Ah, wunderschön, außerordentlich, das göttliche Geheimnis des Lebens, Lö... Oh, ich dachte, ich wäre alleine. Oh, wow, was war das für ein tolles Mount? ich war kurz abgelenkt, ich bin ja Mountsammler. Ich war so ergriffen von dieser höchst seltenen Pflanze, die auf dieser Gobue wächst. Ein Unding, dass die Uldaner ein solch einzigartiges Geschöpf nicht mit der ihm zustehenden Pflege versorgen. Der ist wohl Gärtner mit Leib und Seele, wie ich Gamerin mit Leib und Seele bin. Eine edle Pflanze wie Unkraut zu behandeln? Nein, sowas erlaubt mein Gärtnerstolz nicht. Diese Pflanze braucht Zuneigung und diese gibt man ihr am besten in der Form von trübem Quellwasser aus dem Teich, der westlich von hier liegt. Ich wäre dir unendlich dankbar, wenn du etwas davon besorgen könntest. Machen wir. Aber erstmal hier den Lavendel noch einsammeln. Drei Stück, das ist ja nicht viel. Da drüben. Diese Gobue, das sind ja recht große Steinmops, nenne ich sie jetzt einfach mal. So halb Pflanze, halb Stein, halb irgendwas.
Und einen solchen habe ich auch als Kuscheltier. Sehr niedlich eigentlich. Ich sammle ja alles von Final Fantasy XIV, was ich irgendwie in die Pfoten bekommen kann. Da fällt mir noch was ein. Ich habe euch noch gar nicht meinen Begleiter in dieser Folge vorgestellt. Den hatte ich nämlich noch nie draußen. Meine Aufzieh-Enterprise. Und wenn ihr sehen könnt, da ist sogar ein kleines Männlein drin und das ist eben dieser Cid. Den kennt ihr sicherlich, wenn ihr Final Fantasy spielt. Der ist ja, ich glaube, in fast allen Teilen mit dabei. Da fliegt er davon. Das ist auch ein ganz besonderer Begleiter, denn den kann man nur bekommen, wenn man sich das Artbook kauft. Ich weiß nicht mehr, welches Artbook das war. Ich habe doch einige. Aber in einem der Artbooks war das mit dabei, ein Code, wo man den dann eintauschen konnte für dieses kleine Luftschiff. Sid Garland entwarf die Enterprise zu seiner Zeit als Militäringenieur für das Galeische Kaiserreich. Der Kran am Heck war ursprünglich dafür gedacht, das Luftschiff mit Munition zu beladen. Ja, mit Sid werden wir auch noch etwas zu tun bekommen hier in Final Fantasy XIV. Der fehlt hier natürlich auch nicht. Aber das dauert noch eine ganze Weile. So, mal sehen. Soweit ich weiß, ist Cid tatsächlich schon seit Final Fantasy I mit dabei. Allerdings wurde er meines Wissens im ersten Teil nachträglich eingefügt. So, dann geben wir mal die Quest ab. Warst du am Teich im Westen und hast das trübe Quellwasser besorgt? Ja, wir haben es dabei. Vielen herzlichen Dank. Jetzt kann ich diesen ausgetrockneten Boden zu etwas Feuchtigkeit verhelfen. Moment, es gibt noch mehr zu tun. Du liebst die Pflanzen doch auch, oder nicht? Hier gibt es einfach zu viele Schädlingseiergelege. Wenn die Biester schlüpfen, fressen sie die ganzen schönen Blätter. Und das musst du verhindern. Schädlingseier. Ach, da unten. Ich sehe sie. Da drüben. Zwei von vier. Drei von vier. Und nun? Irgendwo muss noch eins sein. Ach, da hinterm Busch hat sich's versteckt. Du entkommst mir nicht. Vielen Dank. Das sollte den Schädlingsbefall in Grenzen halten. Moment, eine Sache gibt es noch zu tun. In den Büscheln versteckt sich noch so manches Insekt. Das sind die Wurzeln allen Übels. Wenn wir sie nicht beseitigen, legen sie wieder Eier und wir müssen noch einmal von vorne anfangen. Hier, das ist Hornissentinktur. Gieße sie über die befallenen Büschel und merze alles aus, was sich danach noch bewegt. Na gut. Oh. Ach, das war der Lavendel. Hier, Hornissentinktur. Mistfliegenwolke, die schon wieder. Und die halten sogar einiges aus. Dafür, dass das nur Fliegenstufe 15 sind. Befallener Büschel. Eins von drei haben wir jetzt schon. Und der letzte ist wieder hier auf der anderen Seite. Benutzen. Und der letzte Fliegenschwarm. Ja, von Fliegen habe ich mittlerweile wirklich genug. Mit denen hatten wir ja in dieser Folge jetzt einiges zu tun und auch in der letzten. Okay, die geht.
Ich bedanke mich für deine Hilfe. Dank dir können die Pflanzen nun fröhlich gedeihen. Freut mich. Du musst wissen, ich bin Gärtner aus Gridania und selbst dort habe ich solche Pflanzen noch nie gesehen. Ja, Tanalan ist schon eine Reise wert, sage ich immer wieder. Der Tod einer Gobue lässt neues Leben entstehen. Sieh sie dir an, welch wundervolle Gestalt. Ich kann es kaum erwarten, Gildenmeisterin Fufucha davon zu berichten. Ja, Fufucha, die Gildenmeisterin der Gärtnergilde. Wir werden ja hier auch irgendwann Berufefolgen haben. Beziehungsweise das werde ich wahrscheinlich in Special-Folgen verpacken. Aber auf jeden Fall werden wir die Kleine dann auch noch kennenlernen. Die kleine Fufu. Sind wir hier auch fertig? Wunderbar. Dann werde ich hier noch die Quests abgeben. Im Camp Knochenbleif. So dass wir dann in der nächsten Folge hoch zum Goldbazar gehen können. Und weiter mit unseren Nachforschungen weitergehen können. Bei ihr sollten wir den Lavendel abgeben. Tutusi, hast du den Alitik-Lavendel gefunden? Ich bräuchte 3 Büschel davon. Ja, ja, haben wir dabei. Ui, danke sehr. Die Blüten duften wunderbar und erst diese leuchtenden Farben. Die Blumen, die in der Nähe der Gobui wachsen, sind weit und breit einfach die schönsten. Ich werde die Blumen als Grabschmuck auf dem Friedhof der St. Adama Landama Kirche verkaufen. Seltene Blumen sollten den Toten mehr Glück im Jenseits bringen, sagen die Leute. Die Hinterbliebenen reißen sich bestimmt um meine Ware. Hoffentlich stirbt bald jemand. Ich werde nämlich das Geschäft meines Lebens machen. Hui, ich kann die Gild schon förmlich riechen. Ah, was soll man dazu sagen? So geldgierig gefällt mir eigentlich überhaupt nicht. Aber naja, kann man nicht ändern. Die Quest haben wir trotzdem gemacht. Caitlin macht ein ziemlich verdrossenes Gesicht. Sowas Blödes aber auch. Was mache ich jetzt nur? Oh, du bist doch die nützliche Abenteurerin von neulich. Ausgezeichnet. Ja, für die Gute haben wir ja Hyänen umgebracht, denn sie hat einen ganz großen Hyänenhass, da diese Hyänen ihren Verlobten umgebracht hatten oder ihren Ehemann sogar. Ja. Ich stecke hier nämlich ein wenig in der Zwickmühle. Der Bruder meines verstorbenen Verlobten hat mich gebeten, ihm einige Scheiben Tuku-Tuku-Fleisch zu besorgen. Der Typ hat Nerven. Ich muss hier doch neue Hyänenjäger anheuern. Wie soll ich ihm da bitte eine Fleischlieferung zum Goldbazar bringen? Du hingegen, du siehst so aus, als hättest du gerade nichts Besseres zu tun. Und dein Jagdtalent hast du ja schon bereits unter Beweis gestellt. Die Tuku-Tukus sind bestimmt ein Kinderspiel für dich. Also bringe ihr Fleisch bitte zu meinem verhinderten Schwager auf dem Goldbazar. Er heißt übrigens Beninger. Alles klar. Die Tuku-Tukus, die sind da oben auf dem Weg zum Goldbazar. Alles klar. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Samstag und ich hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!